Immer wieder wurde ich im Kommentarbereich von euch gefragt: Tobi, wie ist das eigentlich? Stell dir mal vor, es würde wirklich einen Jurassic Park geben. Wärst du dafür, dass sowas auch in der Realität irgendwie hergestellt werden könnte, beziehungsweise dass wir Dinosaurier auch wirklich in der Realität erschaffen könnten? Und wenn das möglich wäre, würdest du diesen Jurassic Park auch besuchen? Und meine Antwort darauf ist eigentlich immer gewesen: Eigentlich schon, ja. Wenn es so einen Park geben würde, wäre das Ganze natürlich moralisch sehr fraglich. Aber dennoch sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn der Park dann doch da wäre, würden wir ihn alle irgendwo besuchen wollen. Die Frage war bis dahin immer reine Fiktion gewesen und ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie denn sowas hätte wirklich umgesetzt werden sollen. Also wie könnte ein Jurassic Park in der Realität wirklich aufgebaut werden? Um diese Frage zu beantworten, müsste man eben mit der Grundessenz eines Jurassic Parks anfangen. Mit den Dinosauriern selber. Wie könnte man Dinosaurier denn wirklich in die Realität bringen? Und tatsächlich war auch das lange Zeit noch eine Fiktion gewesen, denn dazu bräuchte man gewisse DNS, die man eben dazu benutzt, um ähnlich wie auch im Jurassic Park Film Dinosaurier zu erschaffen. Ganz wichtige Vorwarnung jetzt: In diesem Video hier geht es nicht mehr um reine Fiktion. In diesem Video wird es hier um wissenschaftliche Fakten geben und um Details, die, naja, vielleicht ein bisschen heftiger sind. Deswegen ganz große Warnung an alle, die generell Schwierigkeiten damit haben, wenn es um folgende Punkte geht: Tierleid, Ausbeutung von Tieren und Verstümmelung von Lebewesen. In diesem Video besprechen wir jetzt die aktuellsten Fakten, was die Wissenschaft angeht, im Bereich von wir können Dinosaurier erschaffen. Aus dem Grund, dass jetzt hier wirklich ein paar heftige Informationen auf euch einprasseln werden, habe ich mir auch gesagt, okay, ich werde bestimmte Bilder nicht in dieses Video einfügen, welche bestimmte Themen besser unterstreichen werden. Für diejenigen unter euch, die aber Interesse an diesem ganzen an der ganzen Thematik haben, habe ich unten in der Beschreibung extra gekennzeichnet, was vielleicht ein paar verstörende Bilder zu dem Thema sein könnten oder eben auch, wo ich diese ganzen Infos zu dem Thema her habe. Ich glaube, in diesem Sinne können wir jetzt anfangen. Das ist auf jeden Fall eine ganz klare Warnung. Es wird ein bisschen heftiger werden und wir sprechen jetzt darüber, können wir einen Jurassic Park erschaffen und wie weit ist die Wissenschaft mit der Erforschung von Dinosauriern beziehungsweise mit der Erforschung von Replikation von Dinosauriern. Viel Spaß! Okay, vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz an, damit zu erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin, jetzt mal so ein Video zu machen. Zum einen, ja, es kamen immer wieder Kommentare auf, die mich gefragt haben: Tobi, sag mal, meinst du, es ist möglich, einen Jurassic Park zu bauen? Bis hin zu Kommentaren, die mir bestimmte Links zu Videos oder auch zu Dokumenten zugeschickt haben, wo genau dieses Thema eben behandelt wurde. Ich habe mich dann da ein bisschen reingelesen und habe mir einfach für mich selbst gedacht, und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr da vielleicht anders gedacht habt, dass ich immer eine sehr romantisierte Einstellung zum Thema Dinosaurier zurückbringen gehabt habe. Hierbei geht es nicht um die moralische Frage, ist es cool, das zu machen oder nicht. Im Endeffekt hat Dr. Ian Malcolm mit allem, was er gesagt hat, recht gehabt. Dinosaurier gehören nicht in unsere heutige Zeit. Punkt, aus die Maus. Mir geht es eher darum, drüber nachzudenken, wie Dinosaurier denn wirklich in unsere heutige Welt, naja, transportiert werden konnten. Wenn wir uns einfach mal den Film Jurassic Park oder eben auch das Buch Jurassic Park anschauen, da wird das Ganze ja so beschrieben, dass bestimmte Wissenschaftler einen in Bernstein konservierten Moskito gefunden haben, der eben DNS eines Dinosauriers in sich trägt. Mal abgesehen davon, dass es damit halt sehr viele logische Probleme geben würde, gehen wir einfach mal davon aus, es würde wirklich so weit kommen, wir würden wirklich so eine Dino-DNS finden. Was habt ihr euch dann vorgestellt, wie es dann weitergeht? Also ich persönlich habe mir da nie wirklich tiefgründige Gedanken drüber gemacht. In meinem Kopf war das ganz einfach: Naja, wir haben jetzt hier ein Reagenzglas mit Dino-DNS und die ist halt nicht komplett, also nehmen wir noch ein Dino-Glas mit Frosch-DNS und schütten beides zusammen in so einen Mixer und dann schütteln wir das Ganze und am Ende kommt dann da irgendwie ein Dino-Ei raus. Ist natürlich jetzt eine sehr plumpe und dumme Aussage, aber irgendwie so ähnlich habe ich mir das Ganze vorgestellt, beziehungsweise habe ich nie über diesen Rand hinausgedacht, wie denn sowas wirklich vonstatten gehen würde. Switchen wir jetzt mal in die Realität und ich habe euch jetzt vorgewarnt, es wird jetzt ein bisschen krasser. Wir haben Dino-DNS gefunden und das sogar schon seit 2003. Diese Dino-DNS stammt von einem schwangeren Tyrannosaurus Rex. Also ich habe euch sämtliche Quellen, wie gesagt, unten drunter verlinkt. Wenn du daran Interesse hast, kannst du das Ganze gerne auch mal ein bisschen genauer durchlesen. Ich rede jetzt hier quasi nur über die Randinformationen bis eben hin zum eigentlichen Klonprozess von Dinosauriern.
Forscher haben sich also die Mühe dabei gemacht, diese Dino-DNS auszuwerten und sind dann auf die Idee gekommen, zwei Experimente damit durchzuführen. Wir kommen gleich dazu. Wie genau wurde jetzt aber diese DNS wirklich gefunden? Das war natürlich ein Zufall gewesen, also man hat jetzt nicht ganz gezielt nach noch funktionierender Dino-DNS gesucht, obwohl man hier auch wirklich aufpassen muss, was den Begriff noch funktionierende DNS angeht. Es geht einfach darum, dass die Wissenschaft sich einig ist, ja, Dinosaurier könnten wieder erschaffen werden, wenn man DNS wiederfinden würde, die sich eben in Blut oder Gewebe oder eben auch Hautpartikeln befindet. Diese Partikel sind allerdings sehr unwahrscheinlich zu finden, weil sie eben über die Jahrzehnte und Jahrtausende, Jahrzehnte ist Quatsch, über die Jahrmillionen Jahre, sehr schlecht konserviert wären oder eben zu alt wären und deswegen nicht mehr intakt sein sollten. Im Jahr 2003 war es dann aber soweit. In Montana wurden die Überreste eines schwangeren Tyrannosaurus Rex gefunden, der laut Schätzungen der Wissenschaftler um die 68 Millionen Jahre alt gewesen ist. Die Dino-DNS dabei wurde entdeckt, weil die Wissenschaftler eben die Überreste dieses T-Rex wegschaffen wollten und aufgrund von Transportmöglichkeiten, ich meine, das ist eben ein riesiger Fund gewesen. Das Tier war zwar nicht komplett, aber sie wollten die einzelnen Knochen wegschaffen, die einfach zu groß gewesen sind. Aus diesem Grund mussten sie die Knochen kleinschneiden. Beim Kleinschneiden haben sie eben dann dieses Gewebe entdeckt. Dieses Gewebe war weder versteinert noch irgendwie großartig beschädigt. Das Ding war einfach nur, sie war eben schon sehr alt. Und altes Gewebe ist dann auch immer so eine Sache. Der Grund für diese einzigartige Konservierung dieses Fundes soll übrigens auch der Ort Montana gewesen sein. Warum das genau so was Besonderes war, wird in dem Text einfach nicht weiter beschrieben. Auf jeden Fall ist der Grund, warum das so konserviert ist, der Ort. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendetwas mit ganz vielen Zusammensetzungen von Mineralien und Ähnlichem zu tun hat. Auf jeden Fall wurde darauf eingegangen, dass ein Fund dieser Art unfassbar selten ist, beziehungsweise bis heute nur zweimal vorgekommen ist, denn ja, jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter. 2016 gab es den nächsten Fund ähnlicher Art, diesmal eben aber einfach nur aus Knorpelgewebe. Voller Erstaunen hat man sich dann logischerweise an die Forschung gemacht, um herauszufinden, wie man dieses Gewebe jetzt dazu benutzen kann, um, ja, tatsächlich Dinosaurier wieder zu erschaffen. Und was macht man dann im allerersten Schritt? Man möchte erst einmal herausfinden, ob diese Dino-DNS noch heute existiert, beziehungsweise welches heute lebende Tier ist das am nächsten verwandte Tier zu der eben gefundenen DNS. Im Fall dieses Berichts eben wurde von der Tyrannosaurus Rex DNS ausgegangen, die man so weit zurückkomplementiert hat und dann eben mit jetzt lebenden Tieren verglichen hat, dass man den nächsten Verwandten, der heutzutage immer noch lebt, vom Tyrannosaurus Rex ermitteln konnte. Und der Verwandte ist, wer hätte es gedacht, das Huhn. Ja, ist wirklich kein Spaß, der ein oder andere mag es schon gewusst haben, ich wusste es zum Beispiel nicht. Das Huhn ist tatsächlich ein Tier, das eine sehr nahe Verwandtschaft mit dem Tyrannosaurus Rex, zumindest vom Genmaterial, aufweist. Und das nächstgrößere verwandte Genom in einem Tier ist vom Vogelstrauß übrigens. Also zwei Tiere, die man nicht zwingend mit dem Tyrannosaurus Rex in Verbindung bringen würde, weil die meisten ja erstmal an Reptilien denken. Nein, es sind tatsächlich diese beiden Vögel, das haben Wissenschaftler herausgefunden. Aufgrund dessen hat man angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, okay, der T-Rex hat damals, abgesehen von seiner Größe, natürlich eine ganz andere Struktur gehabt von seinem Körperbau. Das heißt, das Tier muss sich ja über die Jahrzehnte, Jahrtausende, ja Millionen weiterentwickelt haben und eben, naja, verändert haben. Also denken wir das Ganze jetzt einfach mal zurück. So hat sich das die Wissenschaft eben gedacht und sich die DNS eines Huhns genommen und die mit der übrig gebliebenen DNS des Tyrannosaurus Rex kombiniert. Das hört sich alles sehr nach Science Fiction an, aber nein, wie gesagt, das ist wirklich passiert, beziehungsweise passiert das Ganze immer noch heute und es wird noch um einiges krasser. Das neu gezüchtete Huhn, das eben jetzt aus der DNS eines Huhns und dem Genom eines T-Rex entstanden ist, sah weiterhin aus wie ein ganz normales Huhn. Das Tier wuchs allerdings wesentlich schneller bis zu einem bestimmten Punkt. Was dann nach diesem Punkt mit dem Tier passiert ist, wurde zwar hier nicht erwähnt, aber es wird später nochmal erwähnt, was mit solchen Exemplaren passiert. Das Tier hat allerdings die genomischen Informationen des Tyrannosaurus Rex in sich getragen. Das heißt, wir haben hier offiziell ein T-Rex-Huhn gehabt. Ja, in US-amerikanischen Medien war auch längere Zeit immer wieder die Rede von einem sogenannten T-Rex-Huhn gewesen. Logischerweise gab es dann auch einige Gegenstimmen, die halt, naja, das Ganze so ein bisschen in Frage gestellt haben, was ich komplett nachvollziehen kann. Die Fragwürdigkeit eines solchen Experiments ist natürlich unfassbar hoch und auch gerechtfertigt, denn ist das wirklich okay, was da aktuell passiert? Und die Wissenschaft hat uns beruhigt und gesagt, naja, passt mal auf, wir sind ja noch gar nicht so weit, wir können Dinosaurier damit immer noch nicht
wiederherstellen. Also das geht immer noch nicht mit diesem wenig Erbmaterial. Dafür würde einfach unser Know-how noch nicht wirklich ausreichen und wir bräuchten noch wesentlich mehr Informationen über diese Tiere. Naja, dass wir jetzt 2016 eben neues Genmaterial gefunden haben, habe ich ja eben gerade schon mal erklärt. Das hat das Ganze nicht wirklich besser gemacht. Denn die Dinohühner sind zwar eine ganze Weile aus den Medien verschwunden und kamen dann irgendwann langsam wieder auf. Denn das erste Experiment wurde natürlich niedergesprochen. Wie gesagt, meiner Meinung nach komplett zu Recht. Was natürlich zur Folge hatte, dass bestimmte Forschungszentren nicht wollten, dass das Ganze mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Denn, naja, scheinbar waren die Leute nicht wirklich angetan von dieser Idee. Wer hätte es auch gedacht, dass so viele sagen, ist eigentlich gar nicht mal so cool, weil das, was ihr da gerade erstellt, sind ja anscheinend ganz bewusst erstellte Missbildungen, die dafür geopfert werden, um Dinosaurier zu erschaffen. Und jetzt mögt ihr meinen, Tobi, da interpretierst du aber gerade ein bisschen viel rein, abwarten, jetzt wird's nämlich richtig gut. Letzte Triggerwarnung, ab jetzt wird's, ey, das ist die Menschheit. Die Wissenschaft hat ihre Forschungen wieder aufgenommen und ist nun zum zweiten Experiment gekommen, denn wir haben nun festgestellt, ja, was ist denn mitunter einer der gravierendsten Unterschiede zwischen einem Tyrannosaurus Rex und einem Huhn? Richtig, der Schnabel. Also hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man den Schnabel eventuell zurückbilden kann. Das Ganze ist allerdings gar nicht so einfach, deswegen hatte einer dieser Wissenschaftler die geniale Idee, wir unterdrücken einfach die Geninformation der Schnabelentwicklung dieses Huhns. Das heißt, wir kombinieren erneut die T-Rex-DNA mit einer Huhn-DNA und unterdrücken dann aber einfach manipulativ das Genom dafür, dass ein Schnabel wächst. Und das haben sie eben auch gemacht, waren dann ganz stolz darauf, dass das alles so super gut funktioniert hat. Das heißt, diese DNS, jetzt kommen wir kurz wieder auf Jurassic Park zu sprechen, ist anscheinend wirklich relativ simpel miteinander zu kombinieren, weil eben das Huhn das nächste noch lebende verwandte Tier des T-Rex ist. Und auch der Schnabel hat sich zum Wohle der Wissenschaft verändert. Ja, das Tier sah laut Wissenschaftlern ähnlich aus wie die damaligen Flugsaurier, nur waren eben die Schnäbel immer wieder mit bestimmten Missbildungen gezeichnet. Allerdings hat man sich hier gedacht, wir hören nicht auf mit den Forschungen. Deswegen wurden eine ganze Reihe von Forschungsexperimenten durchgeführt, bei denen verschiedene Küken und Hühner benutzt wurden und eben, naja, Embryos, um eben diese Tiere zu züchten, um zu versuchen, diesen Schnabel zum Zurückbilden zu zwingen. Dabei kamen dementsprechend heftige Missbildungen zustande, dass sich die Wissenschaftler einfach gedacht haben, naja, wir machen Folgendes, wir töten die einfach, bevor sie schlüpfen. Ja, diese Küken oder eben diese Produkte wurden kurz vor dem Schlüpfen umgebracht, zerlegt und dann weiter für Forschungszwecke benutzt. Auf diesem Stand sind wir übrigens heute immer noch. Also man ist wirklich heute aktiv dabei, herauszufinden, wie man das Genom von Dinosauriern wiederherstellen kann. Und das sind halt die Opfer, die wir dabei mitbringen. Und ich bin wirklich der Letzte, der groß... Ich meine, ich lebe selber weder vegan noch vegetarisch noch irgendwas in der Art. Bin auch der Letzte, der groß irgendwelche Leute vollschwätzt mit irgendwelchen Sachen. Du musst jetzt unbedingt vegan leben. Aber bei mir ist dann doch irgendwann die Frage aufgekommen, ist diese Forschung so weit weg von der Massentierhaltung, die wir heutzutage haben? Ich meine, wir erschaffen gerade einfach Leben, um es dann zu töten. Kurz bevor es eben ausschlüpft. Aber dieses Leben wird geschaffen, um es zu töten, solange bis die für die Wissenschaft perfekten Ergebnisse dabei rauskommen. Ja, die Menschheit spielt, wie Dr. Alan Grant in Jurassic Park 3 schon einmal erwähnt hat, auch heutzutage in der Realität einfach Gott. Wir entscheiden, wie diese Tiere aussehen müssen, damit sie unserer Meinung nach ein Recht zu leben haben. Was für eine widerliche Scheiße ist das? Es ist wirklich, ich dachte, ich kann dieses Video vielleicht wesentlich fantastischer aufbauen, dass da wesentlich fantastischere Ergebnisse beikommen. Wie gesagt, ich war da auch ein bisschen blindäugig vielleicht, weil das ist das. Also wenn wir irgendwann einen Jurassic Park hätten haben wollen, Dinosaurier haben wollen, sind das die Opfer, die wir eben bringen müssen. Und da muss man sich fragen, ist es das wirklich wert? Ich bin der Meinung nach, nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Denn Jurassic Park spielt auch eine große Rolle in dieser Dino-DNS-Forschung. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall auch mal einen Namen nennen. Wie gesagt, alle Namen von Universitäten und Wissenschaftlern, die da ganz krass involviert sind, habt ihr auch unten in dem Link in der Quellenbeschreibung mit dabei. Diesen Namen jetzt hier auf jeden Fall, den müssen wir einfach mal laut aussprechen, denn dieser Mann war als Berater der Jurassic Park Filme mit dabei gewesen und hat scheinbar irgendwie so einen Narren daran gefressen, jetzt wirklich Dinosaurier zu erschaffen. Ach so, vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal ansprechen, es ist wirklich in der Realität offiziell verboten, Dinosaurier zu klonen. Also es gibt wirklich ein schriftliches Verbot, Dinosaurier zu klonen. In unserer heutigen Zeit quasi das, was sie auch im Science-Fiction-Film Jurassic Park irgendwann
begonnen haben. Das gibt's jetzt schon. Und man fragt sich, warum gibt's denn da ein Verbot? Sehr wahrscheinlich sind wir doch näher dran, als es uns wirklich lieb wäre. Allerdings hat dieses Verbot eine kleine Grauzone. Es ist uns zwar verboten, Dinosaurier zu klonen, es wurde uns aber nicht verboten, Dino-DNS mit Vogel-DNS oder eben mit DNS von Hühnern zu kombinieren. Also das geht noch, das ist so eine Grauzone, wo die Forschung eben noch weitergehen kann. Mag sein, dass es auch daran liegt, dass man vielleicht, naja, keine andere Wahl hat, als diese Embryos zu töten, weil wenn die ausschlüpfen würden, würde das Verbot wieder in Kraft treten. Und um das zu umgehen, ich find's einfach nur widerlich. Jack Horner ist auf jeden Fall die Person, die Steven Spielberg beratend am Set von Jurassic Park und auch beim Drehbuch, generell beim Schreiben des Jurassic Park Buches mit dabei gewesen ist. Ja, Jack Horner war sogar mit ein Berater von Michael Crichton, als der nämlich sein Buch geschrieben hat, hatte der öftermals Telefonate mit diesem Mann geführt, um eben bestimmte Sachen über Dinosaurier herauszufinden. Das heißt, Jack Horner ist schon sehr tief in der Materie mit drin und hat eben auch Ahnung von Dinosaurier. Und dieser Mann sagt, entgegen aller Warnungen, ich werde Dinosaurier zurückbringen. Er hat noch kein genaues Datum genannt, aber erst vor 3 Jahren hat er ganz klar gesagt, wir sind näher dran, als ihr alle denkt. Und jetzt hatte Jack Horner erst vor kurzem die brillante Idee, wie man das alles umgehen kann. Auf der einen Seite gibt es eine Riesenkritik deswegen, dass man eben, naja, diese Embryo-Küken kurz vor dem Schlüpfen tötet. Die Kritik ist definitiv legitim. Auf der anderen Seite gab es ja generell Kritik an dieser gesamten Forschung, die man dann da eben betreiben muss, weil man ja nicht genau wusste, was kommt da am Ende wirklich bei raus. Ich meine, wir vermischen einfach Zellen von Dinosauriern mit Zellen von heutigen Lebewesen. Was dabei am Ende rumkommt, das weiß man natürlich nicht wirklich. Gott sei Dank haben wir ja heutzutage unsere geliebte AI, eine künstliche Intelligenz, die ja inzwischen schon einen Intelligenzschritt gemacht hat, der für viele unheimlich sein mag. Zum Beispiel kann diese AI bestimmte Algorithmen auswendig lernen und sich aus diesen Algorithmen weiterentwickeln. Also diese AI lernt einfach durch bestimmte Prozesse. Deswegen schlug Horner vor, man könnte die AI mit sämtlichen Ergebnissen, die wir eben bis jetzt haben, mit der Entwicklung der Dinosaurierhühner und eben auch der Embryos, mit diesem Informationsstoff füttern und diese AI die Daten so lange neu berechnen lassen, bis man irgendwann dann die perfekte Kombination hat. Was genau die perfekte Kombination ist, wird jetzt ja auch nicht erklärt. Auf jeden Fall soll diese AI dafür sorgen, dass wir, naja, mehr Verluste vermeiden können, als wir jetzt aktuell schon durch diesen ganzen Mist ertragen mussten. Das ist der aktuellste Stand, der jetzt aktuell mit diesem ganzen AI-Statement, das ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, ich werde es hier nochmal einblenden, auf jeden Fall ist das der aktuelle Stand. Wir arbeiten aktuell zu diesem Zeitpunkt wirklich daran, Dinosaurier zu erschaffen und wir sind sogar so verfressen darin, dass wir schon jetzt anfangen, solche Opfer zu bringen, wie Kreaturen selber zu erschaffen, Missbildungen zu kreieren und dann einfach zu sagen, nee, ich finde nicht, dass du irgendwie leben solltest, weil du siehst ja nicht so aus wie im Film, also töten wir diese Lebewesen einfach. Ich habe gesagt, das Video wird schon krass und ich glaube, ich habe hier auch niemanden enttäuscht, weil das ist jetzt wirklich keine Fiktion. Wir reden hier nicht über Theorien oder ähnliches, wir reden über die reale Welt, in der wir jetzt gerade leben. Deswegen jetzt einfach mal tief durchatmen und bitte am besten auch jetzt ohne sich emotional dann so krass darauf einzustellen oder darauf einzuschießen, dass man jetzt hier in den Kommentarbereich mit irgendwelchen Beleidigungen flutet. Was haltet ihr von dieser Thematik? Ich meine, um meine Meinung ganz kurz mal dazu preiszugeben, ich würde hierbei einfach Ian Malcolm zitieren, denn auch ich habe jetzt hier das Gefühl, dass die Wissenschaft nur daran denkt, ob sie es schaffen können, Dinosaurier zu erschaffen. Ob sie es tun sollten, die Frage stellt sich aber keiner. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Wenn dir sowas hier gefallen hat, kann ich in Zukunft auch gerne noch mal ein bisschen mehr Videos rausbringen, die vielleicht weg vom Film gehen und mehr in die Wissenschaft reingehen. Allerdings kann dann da wirklich öfter sowas bei rauskommen. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.